Ladies, heute zeige ich euch, wie man sich viel zu lange Wimpern an seine eigene Augengröße anpasst und diese natürlich im Anschluss anklebt. Wie man unschwer erkennen kann, ist die Wimper eindeutig viel zu lang für mein kleines Auge. Ob die Wimpern für euch zu lang sind, erkennt ihr daran, dass euch ein kleines Stück von der Wimper am äußeren Rand vom Auge herausragt. Daran könnt ihr auch erkennen, wie viel gekürzt werden muss. Es ist empfehlenswert, die Wimper immer am äußeren Rand zu kürzen und nicht im inneren Bereich. Denn wenn ihr mehr von den kürzeren Wimpern im inneren Bereich abschneidet, fehlt euch später der Übergang von euren eigenen Wimpern zu den unechten. Nach dem Anlegen der Wimpern nehmt ihr euch diese hervor und schneidet ein kleines bisschen ab. Danach setzt ihr die Wimpern nochmals an und schaut, ob sie euch nun passt. Wenn es immer noch nicht passt, dann schneidet ihr wieder ein kleines bisschen von der Wimper ab. Macht das am besten so lange, bis ihr die passende Länge habt. Das ist natürlich empfehlenswert, das Ganze immer in kleinen Schritten zu machen, denn sonst besteht die Gefahr, dass ihr viel zu viel von der Wimper abschneidet. Nachdem ihr nun die richtige Länge habt, könnt ihr die Wimper ankleben. Ich nehme hierzu einen Wimpernkleber von Essence, streiche ein wenig Kleber auf das Wimpernbändchen und warte, bis der Kleber etwas trocknet. Denn wenn man hierbei nicht wartet, verrutscht die Wimper ständig und bleibt nicht dort, wo man sie ansetzt, weil der Kleber hierbei viel zu feucht ist. Deswegen sollte man immer ein wenig warten, bis der Kleber schon fast trocken ist und erst dann die Wimper auf die eigene Wimper ansetzen. Achtet darauf, dass ihr die Wimper so nah wie möglich auf eurem Wimpernkranz am Lid ansetzt. Dann könnt ihr die Wimper ein wenig zurechtrücken und das war's. So einfach kann man sich die Wimpern anpassen und ankleben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!